Personal führen. Wie führt man richtig Personal? Gibt es überhaupt Personal, was sich führen lässt? Wie funktioniert das? Was sind die besten Tipps der Personalführung? Genau darüber reden wir heute und haben eine super Expertin da, die liebe Sandra bei mir aus der Mastermind, aus unserem Black Circle, die sich sehr mit dem Thema Personal und Mitarbeiterführung auskennt, weiß, wie Leadership funktioniert und deswegen nimm dir einen Stift und ein Blatt und wir hauen mal ein paar Tipps für dich raus. Fangen wir mal damit an, Sandra, Personalführung. Jetzt klingt das immer so, ne, ich habe so einen Rohrstock in der Hand, laufe von Tisch zu Tisch und haue den Mitarbeitern auf die Finger. Das ist der richtige Weg, oder? Das hast du schon richtig, also ist schon mal, wenn du das kannst, das ist schon mal ganz weit vorne. Nein, das solltest du bitte nicht machen. Keine Gewalt erlaubt, auch nicht verbal und ist auch überhaupt nicht notwendig, nein. Also bitte nicht. Okay, sehr gut. Wie kriege ich es hin, dass ich die Leute, das wirklich führe. Führe im Sinne von, hey, die verfolgen mit mir das Ziel meines Unternehmens, die gehen mit mir den Weg, die wissen, was gemacht werden muss. Wie gehe ich da vor? Da hast du was Gutes gesagt und das fängt nämlich an bei Klarheit. Und zwar die Klarheit, die oft fehlt, ist die Klarheit vom Chef selbst. Wo soll es denn überhaupt hingehen? Haben wir eine Vision? Was sind denn unsere Unternehmenswerte? Und es ist schön, wenn ich das als Chef weiß, aber wissen meine Mitarbeiter das? Das ist ganz oft der Grund, warum sie den Fokus verlieren, warum sie nicht wissen, warum sie morgens aufstehen sollen, warum sie für irgendwas brennen sollen. Was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das? Das ist das Allererste, was jeder wissen muss. Sehr guter Punkt. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass ja, man sagt immer so locker Personal, aber die Leute, die bei einem arbeiten und auch bei mir, sind ja krass unterschiedlich. So, der eine muss ultra geführt werden, quasi wie so eine Bahn, die nur so gefühlt so schmal ist, und dem anderen gibst du so ein breites Feld und der sucht sich so ein bisschen selber den Weg. Ja. Finde ich das irgendwie raus? Ist es normal, dass es so unterschiedliche Leute gibt oder stellt man einfach die falschen ein? Also es ist gut, dass es so unterschiedliche Leute gibt, okay. Denn nur so kann ein High-Performance-Team entstehen. Und du kannst es herausfinden, indem du verschiedene Dinge machst. Und ich bin sehr dafür, einen tatsächlich Persönlichkeitstest ganz am Anfang für jeden Kandidaten, der ins Team kommt oder der in der Endauswahl ist, durchzuführen. Dann weißt du nämlich ganz genau, passt derjenige ins Team, ja oder nein? Und vor allen Dingen, welche Stärken oder welche Ausprägungen, welche Bedürfnisse bringt derjenige mit, um das Team zu vervollständigen? Und du weißt auch genau, wie du mit demjenigen kommunizieren musst, weil das ist das A und O. Cooler Punkt. Also das heißt, im Endeffekt fängt also Personalführung bei der Einstellung an, ja. Weil sonst sitze ich ja da und habe jemanden eingestellt, den ich irgendwie persönlich nett finde, genau. Und der aber vielleicht nachher nicht passt. Und nachher habe ich irgendwie 30 gute Freunde eingestellt und genau. Wir sind alle halt im Endeffekt gleich. Genau, das ist, was die meisten unterschätzen. Personalführung beginnt schon, wenn ich die Stellenausschreibung schreibe. Okay. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, ich glaube, viele stellen sich so die Frage, wo ist so das Mittelmaß aus, ich sag mal, nett und böse. Man könnte jetzt auch motivierender Chef und Rohrstockhalter. Ja, Zuckerbrot das, und Peitsche. Ja, das ist ja irgendwie, also ich finde das ja selber als Unternehmer schwer, da so ein Mittelmaß zu finden, oder? Ja, das ist auch die Balance zu finden und sie immer zu halten, ist eine Königsdisziplin. Der Punkt ist, es gibt gar nicht gut und böse. Es gibt nur klar und nicht klar. Und wenn du klar bist und genau weißt, okay, was ist meine Aufgabe, was ist meine Rolle und das klar an deinen Mitarbeiter auch kommunizierst, was ist deine Rolle, was ist deine Aufgabe und regelmäßig Feedback gibst und messbare Ziele im Team implementierst, dann gibt es weder gut noch böse. Dann gibt es vielleicht Eskalationsstufen, aber nicht gut und böse. Sehr gut. Jetzt ist es so, du hast ein cooles Thema gerade angesprochen, Thema Feedbackgespräche. Ne? So der Klassiker. Der Klassiker für den manchmal so vom Gefühl her, der mit Personalführung gar nichts zu tun hat, der sagt, ich mache einmal im Jahr ein Feedbackgespräch, sage dem Mitarbeiter, was er alles falsch gemacht hat. Und wenn ich dem dann gesagt habe, was er alles falsch gemacht hat, dann gehe ich dann hin und hoffe, dass er sich verbessert. Ist wahrscheinlich nicht so Personalführung 21. Jahrhundert, oder? Nee, nicht ganz. Ich glaube, da sind wir in den 80er oder 90ern irgendwann hängen geblieben. Kannst du machen, aber dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn es nicht läuft. Feedbackgespräche sind regelmäßig. Und es ist manchmal auch ein kleines Feedback. Man muss sich dafür nicht eine Stunde hinsetzen, sondern es geht darum, regelmäßig kurz abzuchecken, okay, wo stehst du gerade? Bist du on track? Gibt es etwas, wobei ich dir helfen kann? Und von vornherein übrigens auch dem Mitarbeiter sagen, wo ist da seine Verantwortung? Sonst rennst du ihn nämlich immer nur hinter Deadlines hinterher, sondern immer ganz klar machen, wo ist deine Verantwortung, wo ist meine Verantwortung? Ich frage sie dann ab, mache einen Check dahinter und dann können wir weiterlaufen. Feedbackgespräche können 5 Minuten maximal sein. Es gibt aber auch längere, die sind dann meistens nicht ganz so positiv.
Sehr gut. Meistens. Ist es so, dass ich mich als Chef da auch feedbacken lasse? Ja. Also ist es so, dass mein Mitarbeiter mir auch irgendwas sagen sollte oder eigentlich, oder geht es nur darum, dass ich meinen Kram loswerde? Nein, es gibt unterschiedliche Arten. Es gibt Informationsgespräche, da gibt es manchmal etwas, was man einfach nur weitergibt und dann fragt, okay, ist es soweit klar? Ja. Und dann gibt es aber auch die Form von Feedbackgespräch, wo man sagt, okay, mir ist was aufgefallen und wichtig ist da in meiner Ich-Form zu kommunizieren, weil ansonsten, das ist ja meine Wahrnehmung, das muss ja nicht stimmen und natürlich muss der Mitarbeiter gar nichts übrigens darauf antworten, auf ein Feedback, wenn mir was aufgefallen ist. Es darf auch erst mal sacken gelassen werden und jemand kann auch sagen, okay, danke, habe ich wahrgenommen und schaue, was, wie ich das für mich umsetze. Aber es ist auch wichtig, sich regelmäßig von seinen Mitarbeitern Feedback zu holen. Hier aber Vorsicht, am Ende des Tages stehen sie immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dir. Ja, das stimmt natürlich. Jetzt ist es ja so, dass es hier sicher auch den einen oder anderen gibt, der das Video jetzt guckt, der sagt, ja, für mich ist es halt noch neu. Ich habe jetzt noch nicht 10 Jahre das gemacht. So, und dann kommt ja so der erste Mitarbeiter, der zweite, der dritte. Und eigentlich, sagen wir mal ganz ehrlich, habe ich ja bis dahin vielleicht noch nie Erfahrung mit Personalführung gehabt. Ich war Angestellter, habe mich irgendwann selbstständig gemacht, kenne ich ganz, ganz viele, die dann jetzt sagen würden, ja, und wie fange ich denn jetzt damit an? So, ist es so, dass ich mich einfach ranteste, kaufe ich mir ein Buch, besuche ich ein Seminar oder, ja, man sagt das immer so locker, ja, ich mache jetzt so Personalführung, aber wie geht das? Wie fängt Personalführung denn für mich an, wenn ich noch keine Ahnung davon habe? Ja, wenn es dich wirklich interessiert, gut darin zu werden. Personalführung darf gelernt werden, da bin ich völlig von überzeugt. Es ist wie ein Handwerk, es ist ein Skill, es ist ein Muskel, den ich trainieren kann. Und keine Angst davor, Fehler zu machen, wir sind Menschen. Also auch zuzugeben im Team oder meinem Mitarbeiter, ich habe einen Fehler gemacht oder das wusste ich auch nicht. Sich auch ein bisschen nach vorne zu scheitern, ist auch in der Personalführung erlaubt, aber es darf trainiert werden. Such dir von Anfang an, und Bücher lesen hilft durchaus, warum nicht, ich finde das nicht verkehrt, aber such dir vielleicht auch einen Trainer, der davon Ahnung hat. Geh mal in einen Workshop. Gute Führungskräfte bilden sich jedes Jahr weiter, egal für wie lange sie das schon machen. Ob du das 10 oder 20 Jahre machst, ob du eine Riesenerfahrung hast oder neu anfängst, die bilden sich jedes Jahr weiter. Und das halte ich auch für richtig. Sehr cooler Punkt. Letzter Punkt, den ich noch im Kopf habe, ist, wenn ich jetzt irgendwann dann ein bisschen gewachsen bin und habe jetzt einige Mitarbeiter, dann werde ich ja auch Führungsverantwortungen abgeben, dann werde ich ja auch Führungskräfte haben. Da steckt ja auch wieder das Wort Führung drin. Wie gehe ich damit um, wenn das genauso Mitarbeiter sind, die die Rolle noch nie hatten? Also ich würde jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich nehme irgendeinen aus meinem, ich habe jetzt, was weiß ich, 30 Mitarbeiter, bisher gab es nur mich und jetzt nehme ich 3 Leute und mache die zu Team- oder Abteilungsleitern. Ja. Jetzt haben die ja auch damit noch nie zu tun gehabt. Auf einmal sind die Kollegen teilweise, ich hätte beinahe gesagt untergeben, aber da hört man meinen Führungsstil raus. Aber wie würdest du da hingehen? Enabelt man die? Redet man mit denen darüber? Weil auch für die ist das ja oft neu, ne? Ja, es ist ganz wichtig, sie darauf vorzubereiten. Das ist nämlich gerade, wenn man aus dem Team weiterentwickelt wird, ist es eigentlich sehr, sehr schwer, da das Bild noch drin ist. Und dann am besten noch vom Azubi später zum Abteilungsleiter. Ja. Das ist nicht ohne, das ist schwer. Sie brauchen also einmal den Support der Führungskraft selbst, des Chefs selbst, eine klare Kommunikation ans Team über die neue Rolle und wirklich enges Feedback und eine enge Führung am Anfang, damit Sicherheit entsteht. Ganz wichtig, auch immer zu schauen, Führung fängt bei mir nicht bei im Außen an, sondern immer im Innen. Wie sicher sind Sie? Und Führung ist Selbstführung. Da startet das. Je sicherer ich als Führungskraft bin, desto sicherer kann ich mein Team auch durch zum Beispiel Krisenzeiten führen. Ja. Weil Führung braucht es, wenn es kritisch wird. Also wirklich darauf achten, wie sicher sind Sie? Wo brauchen Sie Support? Brauchen Sie vielleicht auch Sicherheit in Kommunikation oder auch eine Ausbildung? Ja. Und Step by Step begleiten, damit Sie hineinwachsen können in die Führungsrolle. Ja. Finde ich einen super Punkt. Das ist halt so ähnlich wie mit so einem Schiff. Ne? Es gibt so einen Kapitän, der gibt vielleicht so die Richtung so ein bisschen vor. Dann gibt es so den ersten Offizier, dann gibt es irgendwie den Stabsleiter, dann gibt es den Küchenchef, die alle ihre Rollen kennen. Aber auch die funktionieren natürlich schlecht, wenn der Kapitän sonst irgendwohin rudert. Ne? Also ihr habt gesehen, ganz viel Know-how bei der Sandra. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe Bock, mich mit der Sandra mehr auseinanderzusetzen, ich will wissen, wer die Sandra ist, wo finde ich da Informationen? Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf LinkedIn definitiv und da kommst du nicht an mir vorbei. Und dann schreib mich einfach an. Sag deinen Nachnamen nochmal. Sandra Echemendia Consulting. Genau, den konnte ich nämlich am Anfang nie richtig aussprechen. Sandra Echemendia Consulting. Mittlerweile nach 18 Jahren kann ich es. Also werft mal einen Blick auf die Seite von Sandra. Ansonsten, wenn ihr mehr über unseren Black Circle, über unsere Mastermind wissen wollt, dann ne, guckt einfach bei uns auf der Seite, da gibt es auch eine ganze Menge Infos. Was ich ganz cool fände, wäre, schreibt doch mal in die Kommentare, wie du mit dem Thema Führung bei dir angefangen hast. Was waren so die Sachen, die ersten Steps, die du gemacht hast? Hast du ein Buch gekauft? Hast dich weitergebildet? Hast du dich sonst wieder mit auseinandergesetzt?
Ansonsten schön, dass du da warst und ich hoffe, die Tipps von uns haben dir geholfen. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig. Gar keiner klickt auf Kanal abonnieren. Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.